Ich stehe hier vor dem Schwarzen Bach, wo es ausgezeichnete, gute Schokolade gibt. Und ich stehe hier aus einem guten Grund, denn ich habe Barry Callebaut gekauft heute. Und zwar habe ich die Aktie gefunden auf der neuen Obermatt Premium Top 10 Liste, die für mich persönlich gemacht wird. Obermatt Premium haben wir gerade erst lanciert und die Idee ist, dass Sie eine Top 10 Liste erhalten, die nur noch Aktien enthält, die für Sie auch als langfristiger Investor relevant zum Investieren sind. Wir haben die Aktien also vorselektioniert und Barry Callebaut hat die Kriterien erfüllt. Die Kriterien sind, dass die Aktie relativ groß ist, dass sie in einer Branche ist, die auch sicher zum Investieren ist und dass sie auch geografischen Kriterien genügt. Abhängig von ihrem Wohnort haben wir die Aktien ausgewählt, die eben ihren geografischen Kriterien entsprechen. Warum habe ich Barry Callebaut gewählt? Weil Barry Callebaut einen guten Value-Rang hat. Also nicht einen extrem guten, aber wenn man ganz genau schaut, sieht man, dass bei Barry Callebaut das Price-Earning-Ratio relativ schlecht ist, aber das Price-to-Capital-Ratio und auch das Price-to-Sales-Ratio relativ gut sind. Auch die Dividendenrendite ist gut. Nun, wenn man das ganz genau anschaut, dann heißt das eigentlich nur eins, dass Barry Callebaut im Verhältnis zur Größe und im Verhältnis zum investierten Kapital weniger Gewinn macht. Das kann aber auch ein gutes Zeichen sein. Ich habe nämlich letzte Woche gerade gelesen, dass Barry Callebaut eine neue Schokolade auf den Markt gebracht hat. Und zwar eine rosa Schokolade. Ich glaube, sie nennen es Ruby. Und das fand ich super spannend. Ich habe den Artikel mit Interesse gelesen, denn wenn man an die ganzen Süßigkeiten denkt, dann ist Schokolade eine der Süßigkeiten, die gesünder sind als andere. Und das findet man auch hier beim Schwarzenbach. Und ich habe mir dann gedacht, wenn ein Unternehmen in Forschung und Entwicklung investiert, so wie das Barry Callebaut macht, dann ist vielleicht der Gewinn heute kleiner, dafür ist aber das Wachstum in der Zukunft größer. Und aus diesem Grund habe ich mich für Barry Callebaut entschieden, obwohl das Price-to-Earnings-Ratio, also das KGV, relativ schlecht ist. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim selber investieren.